Hi, Andrej hier für tabletblog.de. Ich bin gerade vom Aldi zurück. Da gibt es das Medion Live Tab. Ich war um 7.45 Uhr in etwa da und es standen schon 16 Leute vor mir. Etwa das gleiche stand dann noch hinter mir, als Aldi dann um 8 Uhr aufgemacht hat. Ja, und wir wollen das Medion Live Tab jetzt mal auspacken und uns anschauen, wie sich das Tablet denn schlägt für 399 Euro. War das erste Mal, dass ich für ein Tablet in der Schlange stehen musste, das nicht von Apple gebaut wurde. Hier haben wir schon mal das Medion Live Tab. Legen wir erstmal zur Seite und schauen uns an, was an Zubehör dabei ist. Denn da scheint uns Medion eine ganze Menge zu liefern. Wir haben hier einmal ein Tuch, um das Display von Fingerabdrücken und so weiter zu befreien. Was haben wir da noch? Hier haben wir schon das Netzteil. Da hat mir dann so einen eigenen Anschluss für. So ein PIN-Connector, leider kein USB. Anleitung. Haben wir hier anscheinend das Betriebssystem nochmal auf CD. Alles Kurzanleitung, Garantiebescheinigung und so weiter. Haufenweise Werbung. Was verbirgt sich hier noch? Hier haben wir ein USB 2.0 zu Micro-USB. Das hier scheint das HDMI-Kabel zu sein. Was verbirgt sich hier denn noch? Kopfhörer. Dann dieses AldiTalk Starter Kit. Ich glaube, man hat hier einen 10-Euro-Gutschein, ja, 10-Euro-Gutschein drauf. LiveTap ist nämlich auch UMTS integriert. Das kann man dann hiermit auch unterwegs nutzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man auch jede andere SIM-Karte dort einlegen kann. Und dann haben wir hier noch eine Tasche zum Schluss. Wollen wir auch mal aufmachen. Scheint aus Leder oder Kunstleder zu sein. Fühlt sich auch recht gut an. Kein billiges Plastik oder so. Das legen wir jetzt erstmal alles zur Seite hier. Medion hat also wirklich einiges an Zubehör dazugelegt, dabei gelegt. Davon können sich die anderen Hersteller einiges abgucken, denn das kommt sehr selten vor, dass überhaupt etwas dabei ist. Abgesehen von einem Netzteil. Ja, hier haben wir das Medion Live Tab. Das wollen wir erstmal vom Plastik befreien. So. Da haben wir es auch schon. Ja, dann gehen wir doch gleich mal um das Tablet herum. Wir haben hier ein 10 Zoll Display, Auflösung dürfte 1280 x 800 Pixel sein, eine Webcam, sonst weiter hier vorne nichts. Hier unten haben wir diesen Anschluss fürs Netzteil, zwei Lautsprecher, zwei Buttons, um die Lautstärke zu regulieren. Dann haben wir hier einen Micro SD-Kartenslot, Power-Button, den SIM-Kartenslot. Kopfhörerausgang und den Micro-USB-Anschluss. Das war's auch schon. Hinten haben wir eine Kamera, sind 5 Megapixel. Und außerdem sehen wir schon, dass das eine matte Oberfläche ist. Man sieht hier drauf also keine Fingerabdrücke. Das ist ganz gut. Dafür haben wir natürlich auf dem kapazitiven Touchscreen hier nach ein paar Minuten haufenweise Fingerabdrücke, wie es üblich ist. Wir schalten es mal an. Das Medion Live Tab ist übrigens nicht wirklich dick. Das ist natürlich nicht so dünn wie ein iPad 2 oder Samsung Galaxy Tab 10.1. Aber es ist auch nicht übermäßig dick. Es ist auch nicht zu schwer. Die genauen Gewichts- und Größendaten findet ihr dann auf tabletblog.de. Hier haben wir ein tolles Intro. Dann mal schauen. Hier drauf müsste Android 3.2 Honeycomb laufen.
inklusive Android Market und so weiter. Deutsch wollen wir doch. Ich werde jetzt hier WLAN und so weiter mal einrichten und dann sehen wir uns wieder. Ja, da bin ich wieder. WLAN ist jetzt eingerichtet. Nochmal schnell zu der Hardware hier. Wir haben hier drin ein 1 GHz Dual Core Nvidia Tegra 2 Chip. Das ist der gleiche, den wir auch im Asus iPad Transformer, im Acer IconiTab A500 und so weiter haben. Außerdem 1 GB RAM, 32 GB Speicher und ein UMTS HCPA Modem ist auch integriert. Deshalb ja dieser AldiTalk Gutschein. Ja, wir haben hier Android 3.2 Honeycomb und ein paar Widgets installiert. Wir bekommen zur Aldi-Startseite, Aldi-Reisen und so weiter ein Akku-Weather-Widget. Das lädt noch. Schauen wir uns mal ein paar Apps an. Wir haben hier haufenweise Links zu Aldi, anscheinend auch so einen eigenen Live-Store. Ist anscheinend noch nicht verfügbar. Market ist drauf, LiveChat Media, schauen wir uns gleich mal alles an. Hier sind, scheinen wirklich haufenweise Apps vorinstalliert zu sein. Dann gehen wir doch auch gleich mal zu den ganzen Apps. AldiTalk, Autobild, das ist nur ein Shortcut. Nein, geht tatsächlich zu einer App. Und ja, Computerbild ist anscheinend auch alles vorinstalliert, aber man muss sich die Zeitungen natürlich dann kaufen, die sind nicht kostenlos dabei. SMS kann man offenbar verschicken, wenn man die SIM-Karte drin hat, das habe ich jetzt gerade nicht. Es sind ein paar Spiele wie Dungeon Defender und so weiter drauf. Und das war es auch, so ein Zeichenpad, das öffnen wir mal. Können wir schön was zeichnen. Wir öffnen aber mal die wichtigste App beim Tablet und das ist natürlich der Browser. Den müssen wir erstmal finden. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn noch. Es gibt anscheinend schon ein Update, das lade ich aber nachher runter. Okay, lädt alles recht schnell. Wir haben die Standard Honeycomb-Tastatur. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie Multitouch und das Scrollen funktioniert, ob auch wirklich alles flüssig läuft. Das dürfte unter Tegra 2 ja eigentlich kein Problem sein. Hier liegt jetzt auch vermutlich ein bisschen Flash im Hintergrund, haben wir es auch schon. Okay, das Scrollen selbst funktioniert flüssig, aber wir sehen hier, das ist oft so, dass es so ein bisschen hinterher rendern muss. Wenn wir uns hier, wenn wir ganz schnell scrollen, dann sehen wir hier oben zum Beispiel, dass nicht ganz so schnell mit dem Rendern hinterherkommt. Das haben wir bei einigen Tablets so, es war beim Arcos 80 G9 so. Aber sonst funktioniert es doch recht flüssig. Multitouch funktioniert auch gut. Er hat eben hier am Rand immer ein bisschen Probleme mit dem Rendern der Webseite. Aber ich denke, das kann man so ganz gut nutzen. Und schauen wir uns auch mal den Accelerometer an. Der funktioniert auch. Und auch einigermaßen schnell. Man muss nicht so lange warten. Das iPad ist natürlich schneller beim Drehen, aber das wäre auf jeden Fall eine akzeptable Geschwindigkeit. Gehen wir nochmal auf tagesschau.de. Das lädt jetzt auch schnell. Da haben wir es. Und ja, es sieht auch flüssig aus. Funktioniert alles ziemlich gut hier. Okay, das war der Browser. Starten wir noch ein paar Apps. Das hier sind vermutlich. Okay, hier haben wir diese Zoom-Einstellungen, die es ab Android 3.2 gibt. Denn wir sind hier offenbar in einer Aldi-App, die aber nicht für Honeycomb optimiert ist, sondern für Smartphones gedacht ist. Was haben wir dann noch hier?
Aldi Talk, da müsste ich jetzt die SIM drin haben. Ihr habt fehlende SIM-Karte. Dort kann man dann sicherlich die verschiedenen Pakete kaufen. Das wird wie, ja, hier kann man sich die Computerbild kaufen. Dann haben wir hier Dienstprogramme. Okay, das ist ein, sieht ganz nach einem Dateimanager aus. Docs2Go kennen wir. Dungeon Defender können wir mal starten. Aber es dürfte auf dem Tegra 2 natürlich flüssig laufen. Da haben wir es auch schon. Ach, jetzt müssen wir noch, das wollen wir nicht. Wir wollen nichts herunterladen. Das dauert zu lange. Dann starten wir mit dieses Galaxy on Fire. Da muss auch was runtergeladen werden. Okay, das wollen wir im Unboxing-Video nicht machen. Das schauen wir uns dann im richtigen Test an. Wir gehen mal in die Galerie und schauen, ob ein paar Bilder da sind und ob die dann flüssig läuft. Keine Bilder verfügbar. Okay, das meiste werden wir uns Test dann richtig anschauen müssen, wenn auch Daten hier richtig drauf sind. Schauen wir mal kurz LiveTap Media an, was das denn ist. Na, ein bisschen braucht es schon zum Laden hier. Da haben wir es auch schon. Okay, er scheint ein Player zu sein, der aber nicht ganz so schnell ist. Es sind natürlich keine Dateien vorhanden bisher, aber ich nehme mal an, dass man sich dann Musik, Videos und so weiter in diesem Live-Store kaufen können wird. Wo wir eben schon drin waren, in diesem Browser, da stand dann, dass der Live-Store für unser Land noch nicht verfügbar ist. Okay. Möglicherweise ist das wirklich noch nicht verfügbar oder wir haben ja irgendwie drin stehen, dass wir in den USA sitzen oder sowas. Das sieht aber nicht danach aus, alles scheint richtig eingestellt zu sein. Wir haben hier deutsche Sprache. Ja, wir sehen gerade so ein bisschen, brauche schon, bis alles ausgewählt ist. Wir haben Deutsch ausgewählt. Okay, dann ist dieser Live-Store also vermutlich noch nicht verfügbar und wird hoffentlich nachgeliefert. Aber ihr seht gerade hier beim Auswählen der Einstellungen, entweder habe ich gerade zu viele Programme offen oder er ist dabei nicht ganz so schnell. Okay, jetzt funktioniert es. Können wir auch mal gleich schauen, ob wirklich Android 3.2 vorinstalliert ist und da haben wir es auch schon tatsächlich. Medion hat schon angekündigt, dass das Live-Tab ein Update auf Ice Cream Sandwich erhalten wird. Das ist ganz gut. Ja, das ist das Medion Live Tab. Ich werde mir das Tablet jetzt mal die Tage genauer anschauen und dann wird es ein größeres Review geben, wo wir uns dann anschauen, wie Videodaten hier drauf funktionieren. Hier hängt es gerade eben ein bisschen, hat es eben wieder ein bisschen gehangen. Und wir müssen mal sehen. Also eben lief alles flüssig, zwischendurch hat es ein bisschen gehangen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich haufenweise Apps hier offen habe. Da brauche ich es wieder so ein bisschen. Also ganz schnell scheint es nicht zu sein. Ja, das ist das Medion Live Tab. Ein ausführliches Review kommt die Tage auf tabletblog.de und diesem YouTube-Kanal.